So schlecht. Naja. Eine Axt haben wir dabei. Das ist sehr gut, denn das passt genau dazu, wo wir jetzt hingehen. Also zu unserer Aktivität. Oh, nee. Ja, als erstes. Zack. Als erstes nehmen wir uns hier noch den Weizen mit, den wir hier fast fertig abgeerntet haben jetzt. Das ist schön. Dann können wir uns einige Brote machen. Ein schönes Vollkornbrot, ne? Oder ein Gerster. Oder sonst was. So. Ich frage mich. Ne, ich würde sagen, wir machen das Feld. Machen was ne, auf dieser Ebene oder eine Ebene tiefer? Finde ich schöner, eine Ebene tiefer. Ne, ne, wir machen das eine Ebene tiefer. Ja, ja, ja. Müssen wir halt ein bisschen. Obwohl, ein bisschen graben ist gut, ne? Moment, wir machen das hier ein bisschen natürlich. So, graben wir hier einmal zur Lavastelle. In die ich irgendwann noch reinfallen werde. Keine Sorge. Ich bin ja der Pechvogel in Person bei sowas. So. Ja, das war's auch schon mit der Schaufel. Machen wir uns hier einfach mal eine neue Workbench. Ah, no. Wir haben nur noch eine. Mist. Naja, ja, gut. Können wir jetzt nicht ändern, also ne, nicht verzagen. Julian schon mal nicht fragen. So. Weg, weg, weg hier. Die Frage ist, bis wohin machen wir das erstmal? Oh. Futtern wir mal eben was. Das geht ja so schnell zu Ende. Oh, Level 4 übrigens. Hey, habe ich gar nicht gemerkt. So. Grabungsarbeiten, die laufen hier schon. Vielleicht stoßen wir auf irgendwelche archäologischen Meilensteine. Das wäre übrigens auch cool, wenn man solche richtigen alten Ruinen irgendwo finden kann. Ja, das wäre was. Ja, eigentlich gar keine schlechte Idee, ne? Naja, gut. Vielleicht kommt das ja noch, man weiß ja nie, was der Notch da noch sich so einfallen lässt. Besser gesagt, nicht mehr der Notch, sondern Jeb, der ist ja jetzt Lead Designer, also der leitende Designer bei Minecraft, bei Mojang. Der Notch hat ihm diese Ehre erbracht, weil er jetzt ja andere Spiele auch programmiert. Naja, ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Notch hat das bis jetzt so gut gemacht eigentlich. Und seit die da so viele Leute sind, also ehrlich gesagt finde ich ja irgendwie schon, dass für so viele Leute, wie die mittlerweile da sind, dass es ziemlich wenig Content gibt, der geupdatet wird. Ich habe keine Ahnung, ob die auch an mehr arbeiten, aber ich weiß nicht. Naja, gut, kann man nur mutmaßen. Und jetzt sag ich, es wird schon wieder dunkel und schon wieder Schaufel kaputt. Das ist gar nicht gut. Aber sei es drum, sprinten wir mal einmal zurück. Hier wie so ein Känguru. Boing, boing, boing. Oh, wir können was ernten. Das ist schön. So. Der Rest muss noch. Der kann über die Nacht schön reifen. So. Gute Nacht. So, flupp, obwohl, Moment. Nee. Aber der Zoom ist cool, muss ich sagen. Der ist echt cool. Hier kann ich jetzt gucken. Ah, das sieht man so besser. Sehr, sehr geil. Ja. Irgendwie mag ich den. Aber keine Sorge, ich werde mit dem jetzt... Ja, toll, danke für die Lags. Alter, was geht denn jetzt hier los? Moment mal, ich muss mal kurz stehen bleiben. Da stabilisiert sich gar nicht, ne? Ich mach mal kurz eine Pause, Moment. Gut, so, jetzt sollte es wieder gehen.
Und wir gehen ja auch schon los auf Erntejagd. Zack. Ein wenig Weizen. 59 ist doch nicht schlecht für so ein kleines Feld, dass wir da schon so eine Ausbeute draus gezogen haben. Ja, es war dunkel, genau, und jetzt wollten wir wieder weitermachen. So, Wooden Planks, zack. Oh, jetzt haben wir gar keine mehr, ne? Ugh. Egal, sprach Karl. Einmal Stone Shovels, ein paar Steinschaufeln, die nehmen wir jetzt hier mit und gehen wir hier nochmal ran und rücken hier die ganzen, ja, Dirt raus. Okay, wenn man in die Luft haut, dann macht es solche Geräusche. Ist ja auch gut zu wissen. Ja, Mensch, jetzt gehen wir auf den Keks hier. So. Einmal alles weg. Ja, das ist sehr spannend, das Erdabbauen. Da kann ich so richtig viel erzählen zu. Das ist wunderbar, ist das. Mehr zu erzählen geht leider nicht. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit mal auf meiner Homepage schauen und ja, vielleicht da mal vorbeigucken. Die Werbung beachten. Beachten sollt ihr nämlich nur, ne? Wenn wir uns dafür richtig verstehen. Ich hoffe es mal. Naja. Lag. Na gut, machen wir 3er rein jetzt hier. Flupp. Ah, die Schaufel, die wird nicht mehr reichen. So. Ah, mich kratzt es im Auge. So. Das ist ein ganz ekliges Kratzen. So. Und da ist sie hin, die alte Schaufel. Das ging ja relativ schnell hier mit dem gerade weg. Machen, nenne ich es mal. Hat jetzt nicht so lange gedauert. Der Rasen, der muss jetzt noch hier rüber wachsen, aber es ist auch egal, wenn hier ein Feld steht, dann brauchen wir keinen Rasen darüber. Und ich glaube, ich werde einfach einen Zaun um die Lavastelle machen, dass man da nicht reinfällt. Ist mir gerade so die komfortabelste Idee. Weil ich sonst da reinfalle und ich will die Lava auch hier lassen. Die werden wir bestimmt nochmal brauchen. Und wenn es dafür ist, um ein Portal zu bauen, dann brauchen wir uns keine mehr zu suchen, sondern haben hier schon welche. Deswegen will ich sie nicht zumachen. Und ich würde sie nur vergessen, wenn sie zu ist. Deswegen lassen wir die einfach so. Und ich meine, so schlimm ist es echt. Nein! Was brennt denn der Zaun? Das ist mir ja ganz neu. Oh, komm. Leck mich doch am Orca. Na, vielen Dank auch. Und es leckt hier wieder so stark, dass ich hier gleich reinfallen zu drohe. Einmal Zoom in die Lava. Jetzt muss ich hier um Ständer rumgreifen. Ja, um den Ständer rumgreifen. Um mich zu kratzen. So was. Machen wir es halt einen Block weiter. So, wir wollen ja nicht, dass sich hier irgendwer am Zaun verbrennt, ja. So, den hier weg und wie wir den da jetzt kriegen, das ist eine Frage. Passt das, ne? Ja, gut. Nein, nicht da rein. So. Und jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Moment, ich muss mal kurz mich muten. So, ja, das ist der Schnupfen. Das ist echt, es ist ein bisschen doof. Momentan hier. So, wir machen... Egal, wir laufen kurz zurück. Wir müssen die Erde zurückbringen. Hat ja alles keinen Sinn sonst. Ist immer besser. Wenn man Erde zurückbringt, ne? Ist ja logisch. In jeden... Oh, schon wieder was essen.
In jeder Lebenslage muss man Erde einfach zurückbringen. Nee, schlafen wollen wir nicht. Aber hier runter wollen wir. Und... Das war das hell genug, oder nicht? Na, mach schon. Alter Schwede. Das war nicht gespielt. Ich hab mich wirklich erschrocken, wie sonst noch was, ey. Na gut. Nein. Ey. Alter. Nee, den hole ich mir von oben. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Die Seiten. Alter Schwede. So. Hier ist doch auch ausgeleuchtet. Das kann hier doch gar keine Probleme geben. Oh, hier. Hier ist er gespawnt, wenn dich. Naja gut, jetzt ist alles hier so hell. Hier kann gar nichts mehr spawnen. So, da unten machen wir mal den Gravel hin. Jetzt haben wir hier genug Erde. Erde wird bei mir in der Showwelt momentan echt knapp, weil ich viel halt, per Hand umforme, nenne ich es mal. Hier sind ja Bücher. Haha. Machen wir uns erst die Bücher, bin ich für. Da hinten den Zaun, den können wir dann auch noch später machen. So. Also viele kriegen wir da wahrscheinlich gar nicht raus. 16 Stück werden das nicht. Ne. Nur 12, aber reicht ja auch. Und zur Entspannung machen wir jetzt erstmal die Bücher dran. Was wollen wir? Ach ja, die Erde wollen wir zurückbringen, genau. Schon fast vergessen, weswegen wir hier waren. Nein! Nee, das war auch nicht gut. Na egal. Nicht zu ändern, aber da hinten in der Ecke brauchen wir nun wirklich kein Bücherregal. 3 Stück. Nein, ein Buch fehlt. Ah, schade. Naja, ja, gut.